Und hier ist das Radio MK Sing-a-Song-Finale 2013 hier auf dem Brückenfest in Letmathe. Und es haben sich wirklich massig Leute beworben, Katrin, ne? 307 waren Hammer. Es insgesamt. So viel hatten wir letztes Jahr definitiv nicht. Next time I'll be braver, I'll be my own savior when the thunder calls for me. Next time I'll be braver, I'll be my own savior standing on my own two feet. So sehr schön. Freddy, komm einmal zu uns hoch. Freddy ist ja bei uns in der Jury. Freddy Kappen aus dem Radio MK-Team. Freddy, dein Eindruck. Wie war Natascha? Ja, erstmal Glückwunsch für den Auftritt. Das Lustige war, sie saß vorher hinten. Sie wusste nicht, dass ich in der Jury bin und hat gesagt, dann kommt da hinterher jemand und stellt blöde Fragen. Ich stelle da keine blöden Fragen. Du kannst ganz entspannt sein. Ich habe dich schon im Soundcheck gehört. Ich habe heute nicht alle im Soundcheck gehört, aber ich bin echt einfach nur so vorbeigelaufen und dachte, hey, das ist gut. Das berührt. Das hat richtig gut geklungen. So viel Gefühl, eine Nummer, die nach vorne ging. Aber wie, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich bewundere ihn. Es ist, glaube ich, eine eigene Komposition von dir. Das ist schon mal ganz wichtig, weil man mit deinem keinen so richtig verglichen wird oder vergleichen kann. Und ich meine, beim nächsten Wacken möchte ich dich auf jeden Fall da oben auf der Bühne sehen. Also er macht das ganz, ganz... Und eins möchte ich dir sagen, lass dir nicht die Haare schneiden. Und das Zweite, was Mick Jagger der gesagt hat, it's the singer, not the song. Das wollte ich sagen. Also das hast du großartig gemacht. Dankeschön, danke. I've done and dreamt this moment. So overdue I owe them. Swept away and stolen. Let the sky fall. Also der Richard hat gerade richtigerweise gesagt, Adele ist ja nun wirklich echt die aktuell lebende, erfolgreichste und definitiv eine der besten Sängerinnen. Und man hat wirklich immer Angst, wenn sich Leute bewerben und sich an solche großen Namen wagen, oh, packen die das? Und ich fand das toll, weil du hast es gepackt und dieser Refrain, der geht so auf und das hat bei dir auch funktioniert. Also ich denke, Whitney Houston sitzt wahrscheinlich auf Wolke, wo auch immer, und hat jetzt eine Träne und hört sich das da von oben an und sagt, wow, klasse, ich bin begeistert. Fast schon sprachlos. Ja, ja. Oh, I'm fighting. There's not the way I want my story to end. I'm safe, I'm high, nothing can touch me,
But one more feel this party's over. No pain inside. Aus der Radio MK Musikredaktion. Ja, Jury fand's auch gut. Was ich schön finde, ist, du hast so eine reife Stimme. Das gefällt mir irgendwie. Und du bist auch ein anderer Typ als Pink. Es gibt immer so Leute, die was nachsingen, die dann auch optisch und von der Art versuchen, den Star zu imitieren. Du bist was. Und aufgrund dieser ganzen Geschichte haben hat sich wir folgendes Ergebnis ergeben. Lass es raus, Katrin. Ihr habt beide gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! Es war so knapp es vom war so Voting. Knapp. Wirklich. Und alles zusammengezählt. Alles zusammengezählt war so knapp, dass wir uns für beide entschieden haben. Herzlichen Glückwunsch an Sam und herzlichen Glückwunsch an Karine. Und einmal für dich. Die passende CD dazu. Den Pokal können wir irgendwie nicht teilen. Aber der kommt. Ne? Einer von euch kriegt den definitiv auch. Also den könnt ihr schon mal zusammen hochhalten. Genau, könnt ihr zusammen hochhalten. Hübsch fürs Bildchen. So hoch kommt sie nicht. So.